Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Rome 2 Total War mit dem Königreich Epirus. Mein Name ist Blackfish Tully und wir stürzen uns in die Schlacht um Lilibäon. Wird schon wieder keine spannende Schlacht, aber wir schlagen sie, damit hier nicht, da die mutigen Gefährten in Verstärkung kommen, am Ende 12 tote Elefanten auf Schlachtfeld bleiben. Wobei ich mich, wenn ich mir die Garnisonsarmee angucke, frage, wie zur Hölle sollen die bitte sterben? Aber okay. Es ist, wie es ist. Mein Stuhl knarzt immer noch. Auch wenn ich nur den Kopf drehe. Sehr schön. Ich sitze gerade in einer unglaublich unbequemen Pose, aber ich möchte eigentlich nicht jetzt meine Position verändern, weil dann kann ich die Soundaufnahme wegwerfen. Ich mute mich mal ganz kurz. Gut, jetzt kann ich in alter Frische die Schlacht um Lilibäon beginnen. Lilibäon ist ja eine interessante Siedlung gewesen. Lange Zeit karthagisch, eine der letzten karthagischen Festungen. Eine der letzten karthagischen Festungen in auf Sizilien. Verstärkung ist. Naja, jedenfalls lange Zeit eine, ja, noch sehr lange eine römische Festung. Brennt sie nieder! Bereit zum Einsatz! Feuerkraft! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Ehe es überhaupt losgeht. Ja gut, wir spielen wieder das alte Artillerie-Schwangspiel. Ich weiß nicht, was die jetzt probieren. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade selbst ausgetrickst. Stopp. Warum konnte ich jetzt gerade nicht die Befehle abbrechen? Egal. Ich glaube, ich habe gerade ehrlich mein eigenes Schiff versenkt. Autsch. Au. Das tut irgendwie doch weh. Gut, hier rückt gerade nur leider meine absolute Killerarmee an, um es zu beenden. Darum wird das jetzt hier nicht so ins Gewicht fallen. Wir machen mal die Geschwindigkeit hoch und vorwärts. Ich hoffe, ihr bemerkt übrigens aus den letzten drei, vier Belagerungsschlachten, wie liebevoll anders jede einzelne Belagerungsmap hier doch ist, wie sehr sich Lilibäon von der altehrwürdigen griechischen Festung Syrakus unterscheidet durch seinen punischen Baustil und seine komplett andere Lage und Ausdehnung. Ich meine, klar, man kann es nicht man kann nicht jedem einzelnen kleinen Örtchen hier seine eigene Skin geben, aber ich finde, man hätte doch ein bisschen Abwechslung reinbringen können.
Es ist, glaube ich, die dritte oder vierte Belagerung, die ich unnötigerweise auf dieser Map quasi spiele, gegen eigentlich fast immer dieselben Einheiten. Das ist halt, es ist schade. Ich meine, macht einem dann halt auch als Let's Player, wenn man dabei auch noch reden muss, immer noch mal ein bisschen schwieriger, weil man ja sich auch immer noch irgendwas Neues ausdenken muss, hart gesagt. Also Eine muss unserer man es ja Einheiten nicht, hat ihre aber gesamte ich Munition verbraucht. stelle an mich diesen Anspruch, das zumindest zu versuchen. Okay, die rennen rein. Und ja, es macht es einem halt auch nicht einfacher, irgendwas Spannendes zu erzählen, wenn. Ja, wenn. Wenn es immer gleich aussieht und immer gleich ist. Und warum. Kann ich hier eigentlich auch? Cool. Bringen wir mal ein bisschen die Zeit rum, indem wir unseren eigenen Artilleriebeschuss steuern. Aha. Okay, das ist wiederum ein cooles Feature, dass das hier von Gelände tatsächlich abgehalten wird. Versuchen wir ein bisschen indirekten Beschuss. Schade. Fast auf die Jungs hier zu setzen. Das war ein bisschen zu kurz. Weiter geht's. Inzwischen ist ja auch hier meine Armee angekommen. Aufblieben! Schnell! Kommandant, Befehle! Schnelles Marschieren! Befehle! Schnell! Na ja gut, jetzt machen wir es hier schnell. Gut, wir haben eine halbe Einheit Mob getötet. Damit können wir uns bisher rühmen. Dem armen Menschen brennt der Kopf. Das ist aber nicht schön. Eine Einheit königlicher Petasten hier. Eine Einheit königlicher Petasten hier. Kriegst noch zwei Obliten, kriegst noch zwei Obliten. Schocker macht sich hier bereit. Elefanten lassen wir raus. Ich wirke übrigens gar nicht gelangweilt. Das deutet ihr komplett falsch. Das ist quasi Vorfreude. Antizipation. Die man da spürt. Ja, ich mache mal wenigstens der Form halber. Hier nochmal so den Eindruck, als würde ich diese Schlacht ernst nehmen. So, du chargest einmal durch den Mob. Ihr stellt das Feuer ein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Ihr solltet das Feuer einstellen. Das hört mir gerade locker. Das hat mir gerade Kaff getötet. Oh Gott. Hm, das ist die Gefahr, wenn man so... Ja, ja, gewinn ich eh spielt. Aber wir haben Lilibion gehalten, das heißt, wir haben eine epirotische Vorherrschaft auf Sizilien eingerichtet. Wir haben also das erreicht, was Pyrrhus, König von Epirus, in seinen eigenen Feldzügen nie erreicht hat. Und diese Feldzüge auf Sizilien eben waren es ja auch, die Römer und Karthager ins selbe Boot geholt haben, weil man kann sich, wenn man sich eigentlich selbst schon um die Vorherrschaft auf Sizilien streitet, nicht einfach so eine dritte Partei in diesem Kampf leisten. Daher... Ich erwarte eure Befehle. Wir halten vorerst an. Die Schiffe zum Hafen. Kam es halt eben dazu. Und die mutigen Gefährten können hier mal reinrücken. Sollen wir in Syrakus, du bist erstmal so ein Nymphenheim. Sollen wir in Syrakus noch ein Gehöft bauen? Oder so ein Industrieteil, dann können wir hier nämlich auch den Neptun, den Hephaistos-Schrein bauen. So, hier haben wir im letzten Zug ja die Flotten abgewehrt. Kann ich noch Agenten rekrutieren? Ne, ich habe kein Geld. Söldner gab es hier ja nicht so viele. Dann marschieren wir mal hier zurück. Und erwarten die nächste Runde. Vorher sage ich allerdings, haben wir hier hinten was rekrutiert? Nein, haben wir nicht. Vorher sage ich allerdings, ciao, euer Blackfish Tully.